So, herzlich willkommen. Es ist wieder Beschwörungszeit. Ich hätte ja am liebsten ein Danke an 100 Abonnenten-Video rausgehauen in Kombination, aber wir sind leider erst bei 99 angekommen. Ja, bei 100 hauen wir hier auch die Kamera an, so dass ich auch mal meine Larve hier reinhalte, dass ihr auch mal seht, wie ich mich ärgere, wenn ich hier wieder irgendein Bane bekomme. Ja, dadurch, dass wir die 100 aber noch nicht geknackt haben, bleibt das erstmal aus, ist ja völlig klar, ne? So, Kostümbeschwörung. Was soll ich sagen? Ich habe ganz viele nicht, ja? Ich habe auch den June nicht, ich habe ihn auch nicht ohne Kostüm, ich habe Isania auch nicht ohne Kostüm und noch viele, viele andere. Ja, bei Kostümen war mir das noch nicht, also war ich noch nicht ganz so, wurde ich noch nicht ganz so reich beschenkt, ja? Elkanen, den habe ich. Und Satana. Ansonsten fehlen da noch einige, wo ich die fertigen 5 Sterne habe und es dementsprechend einen schönen Boost geben würde. Aber was soll's, ja? Wir werden jetzt wahrscheinlich, also Poppy, habt ihr ja mitbekommen, ist ja meine Liebste, ne? Dadurch, dass Poppy hier nicht mit bei ist, wird es wahrscheinlich wieder ein Bane werden. Ja, oder der brasselige Ulmer. Müssen wir mal schauen. Ja, wir hauen einfach mal drauf. Wir haben erstmal ein paar Schlüssel. Ein paar erspielt, ein paar gekauft, ja, wer hätte es gedacht. Und ja, und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja? Starten wir mal rein mit der ersten. So, ah, den habe ich vergessen. Ja, da haben wir wieder meinen Liebling, Gunnar. Ne? Der ist natürlich, ja, der ist so ein bisschen wie Bane. Brienne darf bei Kostüm auch nie fehlen. Ne? Dementsprechend kommt auch gleich als nächstes der Schlitzer um die Ecke. Das ist auch immer sehr wichtig. Priska, ja, es sind immer dieselben, ne? Also Rennfeld fehlt auch noch. Und dann haben wir sie auch wieder alle durch hier, die 3-Sterne-Mützen. Vielleicht kriegen wir aber auch was Cooles. Wer weiß. Melindor, den hatten wir letzte Mal, haben wir den bekommen. Den hatte ich vorher noch nicht gehabt. Oh, hier, ja. Schön hier die Helden schütteln, ja, man probiert ja heutzutage alles, ne? Also man probiert ja hier, ja, die wildesten Geschichten. Wenn du so schnell schüttelst, dass irgendwann keiner mehr zu sehen ist, dann wird das viel besser und so. An was für, also was für Müll man ausprobiert, ja, um einen Thürum zu kriegen. Das ist wirklich, es ist einfach genial. Ja, hier so dreimal vor, fünfmal zurück, siebenmal hoch und runter und dreimal hops und springen und einmal zusammengeklopft und jetzt müsste dann aber auch was kommen, ne? Mal alle Register gezogen. Vor allem, ich wünsche mir mal, dass in so einem Video das dann auch tatsächlich passiert, ja? Dass ich irgend so eine Faxe mache und genau dann kommt er. Ja? Dann habe ich das Spiel gehackt und dann höre ich auch direkt auf als Hero. Ja? So. Gucken wir mal. Kriegen wir hier noch irgendwas? So ein June wäre auch noch sehr wünschenswert. Ja, Mondfalke ist es geworden. Oh Mann, ey. Das sieht wieder nicht doll aus hier. Ja, Brienne muss man einmal zweimal kriegen. Ja. 8 Beschwörungen und wieder mal Nada Niente. Ach ja, so, komm, eine Zehner und dann soll es das gewesen sein. Drückt mir die Daumen. Wollen wir nochmal schütteln? Komm, wir schütteln nochmal. Oh, hier aus Versehen klickt hier. Das geht natürlich nicht hier. Ja, ein bisschen schütteln. Habt ihr gesehen, das war gerade so schnell gewesen, dass er eigentlich gar nicht hinterhergekommen ist, ob ich nach rechts oder nach links will. So. Gleich ist mein Telefon kaputt. Und los geht's. Jetzt habe ich ihn verwirrt, ich bin mir sicher. Damit kommt er nicht klar. Ja, geht schon mal gut los. Das ist ja immer ein Gormick geworden. Und da haben wir den besagten Rennfeld. Ja, den habe ich ja schon angekündigt. Ja. Ja, ich habe ihn verwirrt, dass er 4 Sterne macht, ja, aber wie fehlen so? Sabina. Sabina ist cool. Hat mir noch gefehlt. Das ist ja tatsächlich mal was Positives, aber das war es, glaube ich, auch schon gewesen. Ey, und als Finale kommt Graumähne. Also, das ist auch so, auch das hässlichste Kostüm von allen. Also, guckt euch das nochmal an. So sieht der aus hier. Und jetzt macht man das andere Bild an. Die haben ihn einfach nur, ja, was ist das? Knoblauch um den Hals gehangen, ja?
Also ehrlich, wer hat sich diese Grafik ausgedacht? Dann nimmst du die Kette weg und haust ihm Knoblauch und ein Seil um den Hals. Also wirklich wahr. Da haben sie nicht so doll wirtschaftet. Also der ist auf den Montag auf jeden Fall entstanden. So, gut, das war also wieder einmal Beschwörung für die Toilette. Machen wir mal hier noch in der Kiste gucken. Geheimtrunk, jawohl, wenigstens etwas. Jetzt kann man sagen, Mensch, hast ja richtig Glück gehabt. Na, warte mal. Nee, ich habe 18 Mal davor kein Glück gehabt. Ja. Aber den Geheimtrunk nehmen wir mit. Wir sind ja dankbar für alles, was kommt. Ja. So, damit haben wir 5. Das ist gut. Haben wir bald wieder einen zusammen. Gut, das war's gewesen. Ging relativ schnell. Bisschen unspektakulär. Nichts Cooles bei, wo wir jetzt noch eine halbe Stunde drauf gucken können, was der Abgefahrenes kann. Aber nicht schlimm. Ja, und dann sehen wir uns bestimmt wieder, weil wir dann die 100 Abonnenten feiern. Irgendeiner wird sich doch noch finden, der da mal drauf drückt. Ja, wir schauen mal. Also, ich wünsche euch viel Glück beim Beschwören. Haltet durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.